Willkommen zu Wales gegen Belgien. An einem hoffentlich royalen Rivalenschmaus. Walisisch haben wir jetzt tatsächlich noch nie gekocht. Ich hätte jetzt einfach behauptet, es ist britische Küche. Aber die haben ja sicher auch noch Eigenheiten. Gell, ins Königshaus haben wir jetzt keine Verbindung ins Britische. Schnell anrufen. Es wäre jetzt nämlich lässig, weisst du, mit beiden zu kaufen. Preisgekrönter Käse, unabhängige Brauereien und Weinberge. Traditionelle walisische Wurst zubereitet aus Käse und Lauch in Semmelbrösel paniert. Nicht unspannend, oder? Glasmorgan Sausage. Belgien können wir einfach immer noch die Pommes frites sehen. Belgische Fritten mit Mayo. Ich weiss zum Beispiel, wenn man so die Sausages mit der selber gemachten Mayo würdet machen und dort noch ein paar Herdäpfel drin tun. In den Teig hinein, oder wie? Tut sie ja quasi in der Bratpfanne frittieren. Absolut. Hätten wir also Pommes frites. Das heisst, wir machen belgische Glamorgan Sausages. Ein super Fingerfood-Snack, den wir auch gut zum Matsch essen können. Ich finde auch. Ja, mal schauen, ob wir den Fingerfood auch gut anbringen. Überkommen haben wir jedenfalls alles. Auch Cheddar, zwar nicht walisische, aber britische, das ist doch auch schon mal gut. Und jetzt legen wir los. Kann man mit dem auch schneiden? Wenn wir jetzt im Takt würden, dann könnten wir unseren Soundtrack gerade selber machen. Nicht schlecht. Der Lauch ist original. Und die Herdöpfel sind Köln, die sind belgisch. Und ja. Die Zwiebeln sind modern interpretiert. Meinst du, es wäre so ein Fingerfood, um sich Platz zu verschaffen im Public Viewing? Die Zwiebelfahne. Ja. Das sind also keine Lüge. Das sieht mal wirklich so aus. Soll ich da mal aufstellen? Und dann kannst du es verrichten. Hoppla. 50. Du hast gerade alles drin. Nein, nein. Zwei Eigelb mit Senf gemischt. Das Eiweiß brauchen wir später zum Panieren. Das schmeckt so fein. Das hat Käse für 6. Perfekt. Die schnellste Mayo auf der Welt. Wir fangen an mit 2 Dezi Sonnenblumenöl, dann ein ganzes Ei drin und ein bisschen Senf drin. 30 Sekunden. Easy. Et voilà. Genug fein. Das ist super. Der wird jetzt doch noch ein bisschen drin tun. Ja. Dann, ich würde Eischnee machen. Du musst vielleicht schon Teller parat machen, wir noch mit Rosmarin und Mehl. Das kommt jetzt auch mit Teller, oder? Kann ich jetzt erst noch mal schön formen. Das soll okay, oder? Das ist doch mega schön. Dann können wir essen. Die Mayo passt das auch gut dazu. Die Frage ist jetzt, das Innen ist zum Teil sehr teigig.
Soll das so sein? Oder soll man es länger auf tieferer Stufe bröteln, dass das oder dünnere machen? Wobei, von der Menge her hat es ja genauso viel gegeben, wie du es gesagt hast. Mal sehen. Sie tun halt normalerweise mehr noch keine Herdöpfel drin, mhm, und mehr Bananen noch. Okay. Also Paniermehl drin. Aber ich finde es so sehr fein, aber ich muss noch von ihm probieren. Das ist natürlich Geschmackssache. Aber aussen ist es schön knusprig. Mhm. Ich habe gefunden, warum Mayo, aber passt hervorragend. Mhm. Könnte aber auch, wenn man jetzt sagt, es ist zu mächtig, könnte man auch irgendeine so eine Salsa. Mexikaner. Ja, einfach so etwas, wo Tomaten frisch, ja, mit viel, also nicht so deftig. Oder mit Magerquark, mit Kräutchen oder so. Aber sehr fein. Also ich finde, mit dem Knoblauch drinnen und mit den Kräutchen ist es wirklich sehr frisch. Mhm. Also empfehlenswert. Mhm. Das Rezept findet ihr wie immer auf unserem Blog rivalenschmaus.ch oder direkt da oben verlinkt. Das wäre es für heute. Viel Spass beim Match schauen, beim Nachkochen. Und ja, wir sehen uns einfach morgen wieder zum nächsten Viertelfinale.